Jo, hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Motovlog. Ich bin immer noch ein bisschen unterwegs heute. Nach Frankreich können wir ja nicht. Ich bin unterwegs im T-Shirt. So ein hammer fucking geiler Tag. Hammer fucking geil. Nicht nur geil, sondern geiler ist geil. Da vorne. Da ist ein Baggersee, da habe ich tatsächlich schon mal übernachtet. Ich hoffe, ich bin hier richtig, an der richtigen Ecke. Ui. Gelände Aprilia ist wieder on fleek. Und hier ist man so ein bisschen abseits vom Schuss. Hier habe ich schon öfters mal so ein bisschen Camping gemacht. Versuche ich euch das gerade mal zu zeigen. Ich halte gerade mal an. So. So ein kleiner See ist eher so, ist kein Badesee, ist eher so für Angler, ist eigentlich ein perfekter Platz, wo ich schon öfters mal gepennt habe, einmal Zelt aufgeschlagen irgendwo, so, es gibt ja hier genug Möglichkeiten und dann bist einfach so weit vom Schuss weg, dass du hier wirklich deine Ruhe hast, auch im Sommer, wenn heiß ist und viele Badegäste sind, da hinten sind zwei Badeseen, deswegen ist hier meistens nichts los. Und morgens ist hier über dem ganzen See Nebel. Also hier ist ein herrlicher Platz, würde ich ganz gerne mal eine Overnight machen. Entweder an diesem See oder dann gibt es noch einen. Da weiß ich aber jetzt nicht, ob ich jetzt da extra durchfahre. Das ist so richtig Overnight mit Lagerfeuerchen und so. Grillen. Warum riecht es heute überall nach Scheiße? Das ist doch nicht mehr feierlich. Sind da Badegäste? Ja, das sind Badegäste. Ich stelle einfach mal kurz hier ab. So. Kann ich euch wenigstens kurz mal zeigen. So, das hier ist mein Lieblingssee. Hier seht ihr auch gleich von Angler wieder, wird leider sehr oft. Und hier, genau in diesem Platz, bin ich als Kind mal in einen Angelhaken reingetreten, der rausoperiert werden musste, weil Angler scheinbar ganz gerne ihre Angelhaken aus dem Fisch holen und dann hier wegschmeißen. Also ich möchte nicht alle Angler verurteilen, aber mir ist es als Kind passiert. Der Sinn ist, der See ist ewig groß. Hier ist früher gebaggert worden, deswegen ist er mit 80 Metern Tiefe einer der tiefsten Seen hier. In dem Bereich hier, da ist er um die 80 Meter tief. Heftig geiler See, leider inzwischen, ihr seht da vorne ein neues Haus gebaut und da hinten ist hinter den Bäumen das ist die französische Grenze. Ich müsste auch hier französisches Netz haben, aber es ist mein absoluter Favorite Baggersee, wo ich als Kind mit meiner Mutter sehr oft gezeltet habe. Und dann gibt es scheinbar, wie ich oft, also jetzt haben wir schon drei Baggerseen an einem Ort gesehen, ne? Und es gibt hier wohl noch zwei. Also der andere ist hinter diesem See, dort hinten, den sieht man auf dem Weg, wo ich nach Frankreich gefahren bin. Den, da sieht man den ganz kurz, wo ich da am Rhein stehe, wo ich einmal nach rechts schwenke und gezeigt habe, ah, das ist ein Baggersee, das ist der vierte Baggersee hier, der ist weiter hinten. Und wir haben auch hier, glaube ich, französisches Netz, oder? Nee, haben wir nicht. Tatsächlich nicht. Normalerweise hat man hier französisches Netz, mit Vodafone scheinbar nicht. Oder vielleicht erst ein Stück weiter vorne. Und
irgendwo vorne links. Irgendwo hier links gibt es noch einen, aber ich habe es nur auf der Karte gesehen. Wartet mal, ich könnte ja mal ganz kurz. Das hier rechts ist der Baggersee. Seht ihr? Hier rechts, da ist der Baggersee. Das war der erste, den ich euch gezeigt habe. Das ist der zweite. Das hier ist der dritte, wo ich euch zuletzt gezeigt habe. Und hier hinten dran ist der vierte, wo ihr in Frankreich wieder gesehen habt. Und hier links ist irgendwo noch mal einer. Müsste ich... Ach, wie komme ich da hin? Muss ich mal gucken, ob ich den finde. Theoretisch da vorne links. Theoretisch müsste das hier links reingehen, aber ihr seht, Forstweg, gesperrt für Motorradfahrzeuge und Reiter. Also hier dürfen noch nicht mal Reiter mit Pferde rein, hier darf man nicht mehr Moped rein. Möchte ich jetzt nicht unbedingt provozieren, weil ich hier mich öfters noch aufhalten werde. Aber der ist normalerweise hier entlang. Kann man sehr gut mit dem Fuß wahrscheinlich zu Fuß gehen. Mit dem Fuß. Oder wir schauen, dass wir den Weg mal umfahren. Hier ist auch noch irgendwie ein Weg rein. Hier sind sehr seltsame Wege drin auch. Es gab hier früher mal einen Versammlungsplatz in der Richtung irgendwo, wo sich regelmäßig nachts so eine Sekte getroffen hat. Das weiß ich deswegen, weil ich hier mit meiner Mutter öfters war und dann hat irgendwann mal ein Angler erzählt, wo wir hier übernachten wollten, gesagt, ja, wir sollen auf keinen Fall nachts hier auf die Straße vom See rausgehen, auf die Straße, weil sich nachts da hinten irgendwie so Leute von einer Sekte treffen, die da irgendwie Feuer machen, keine Ahnung, und man sollte nicht den Leuten über den Weg laufen. Ich habe sie nie getroffen, ich weiß es nicht, ob der nur versucht hat, uns ein bisschen Angst zu machen, aber wir sind hier so weit weg vom Schuss, dass ich mir das durchaus vorstellen könnte, dass hier solche Leute unterwegs sind. Ist möglich. Können wir versuchen, da rechts entlang zu fahren. Hier darf man durchfahren, jawohl. Schrankes auf. Oh. Dann dürfen wir hier eventuell durchfahren. Dann müssen wir mal gucken, ob wir den See finden. Ob man den überhaupt von dieser Seite findet. Das weiß ich jetzt gar nicht. Mein Spiegel verstellt. Alter, ich fahre einfach von einem Schlagloch durchs andere. Blatt. Mein Spiegel hat sich gelockert. Oh, Alter. Was sind das für Schlaglöcher, Digga? Puh. Mal versuchen, auf die andere Seite zu fahren. Da war ich ja noch nicht. Ich bin echt ein bisschen vorsichtig mit den ganzen Schlaglöchern, dass mir noch die Gabel bricht oder so. Ich weiß es nicht. Ich möchte es nicht provozieren, ehrlich gesagt. Ich würde ganz gerne auf den Rheindamm kommen. Mal schauen, ob man hier auf den Damm kommt. Ich bewege mich nicht auf die Grenze zu, oder? Doch, könnte sein. Könnte sein. Ich möchte nämlich nicht unbedingt der Grenzkontrolle in die Arme laufen, ehrlich gesagt. Das möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Sieht aber so aus. Ja, doch. Da sind sie, da stehen sie, die Grenzkontrollen. Da möchte ich jetzt nicht hin. Ja, normalerweise kommt man hier eben auch auf den Rhein und kann nach vorne
ja, ganze Strecke in Rhein entlang fahren. Aber Problem ist, die haben da vorne schon abgeriegelt. Und ich möchte jetzt nicht unbedingt der Grenzkontrolle in die Arme laufen. Deswegen drehe ich mal um. Schade. Leute, wenn ich Motorrad hätte, ich würde so safe schon irgendwo am Baum kleben. Ich wäre schon tot wahrscheinlich. Ja, Corona-Zeit und so weiter ist halt echt blöd, weil die Straße da vorhin schon von der Polizei abgesperrt wird. Oh Gott. Ich wollte gerade anhalten, hier mal schnell eine rauchen. Oh, Alter. Jetzt geht's, glaube ich. Jetzt geht's. Dann mache ich mal ganz kurz hier Rast. Ah, hier ist wieder kein Bänkchen und gar nichts. Ich hätte gern ein Bänkchen hier. Ein Bänkeli. Ein Bänkeli. Ich fahre einfach mal hier lang, Freunde. Einfach mal Richtung Schutterwald. Ich habe ja getankt. Alles gut, alles safe. Boah, Freunde, heute ist einfach ein geiler Tag, ey. Einfach mal Füße hochlegen. Perfekt. Was für mich echt auch irgendwie chillig wäre, wäre so ein Chopper. So ein schöner Chopper. So ein gemütlicher Chopper. Das wär's doch, oder? A Chopperli. A Chopperli. Jetzt, wenn man schneller fährt, dann hört man das Getriebe, wirklich. Es ist so ein ganz komisches, ich weiß nicht, Rascheln oder wie man es sagen soll. Es ist ein geiles Wetter, Mann. Leute, Leute, Leute. Einfach göttliches Wetter. Herrlich. Es ist so warm. Selbst mit dem T-Shirt ist mir einfach nicht kalt. Es ist einfach kein bisschen kalt. Es ist richtig schön angenehm. Okay. Ich bin jetzt tatsächlich anders gefahren, wie ich eigentlich fahren wollte. Einen kleinen Umweg. Oh, die Halfpipe gibt es immer noch, aber jetzt nach Offenburg will ich nicht, das ist mir zu viel Umweg. Ja, aber ich höre es, Getriebe höre ich die ganze Zeit, das... Man hört auch, dass es von hinten kommt. Also ich glaube, es könnte auch einer der beiden Federn sein am Krümmer. Der C16 hat ja zwei Federn am Krümmer. Es könnte da irgendwie vom Auspuff kommen, aber weil es von hinten kommt. Aber das hört für mich eher so an, als ob es aus dem Getriebe kommt. Weil wenn der Roller steht, ist es Geräusch nicht. Nur wenn er fährt, also auch wenn ich den Roller im Stand laufen lasse und am Gas spiele, kommt dieses Geräusch gar nicht. Das ist nur beim Fahren. Und
es kommt da von hinten. Schwer zu sagen, es hört sich für mich anders, aber irgendwie im Getriebe. Ich muss dieses Jahr auf jeden Fall Getriebe und Bremse mich mal drum kümmern. Ich weiß gar nicht, was ich großartig quatschen soll, aber ich habe mir gerade in die Eier gehauen. Weil es macht einfach so viel Spaß, draußen zu sein und einfach so durch die Gegend zu fahren, ohne wirkliches Ziel und Plan. Jetzt kommen wir gleich nach Hofweier. Ja, richtig geiler Tag heute. Ich muss aber wirklich sagen, ich habe ein bisschen Angst vor dem Sommer, weil es ist jetzt 9. April oder 10. April haben wir heute und wir haben schon 25 Grad, man kann im T-Shirt Roller fahren. Es ist jetzt schon so warm und das um 18 Uhr noch. Was meint ihr, wie fucking heiß dieser Sommer wird? Also ich glaube, Tage, an denen wir unter 40 Grad haben, die werden wir diesen Sommer selten sehen. Und ich bin im Sommer leider ein Mensch, ich krieg's gerne am Kreislauf. Ich krieg da Kreislaufprobleme teilweise. Das ist nicht so nice für mich. Deswegen habe ich da ein bisschen Angst vor dem Sommer. Was ist hier, eine Autobahnbrücke? Oh, ein Gewächshaus. Wisst ihr was? Hier mache ich mal ganz kurz eine Pause. Ah, ich habe nämlich... Jetzt denkt ihr so, ey, Infi, rauch doch nicht so viel. Ich bin so ein bisschen umgestiegen auf diese Dinger hier. Also, ich mache mal an dieser Stelle kurz einen Cut. Und gönn mir mal einen. So, Freunde. Kann auch sein, dass dieses Geräusch vom E-Starter kommt. Der E-Starter, der hört sich auch überhaupt nicht gesund an. Naja. So, Leute, weiter geht's. Um mal das Visier zu machen. Nee, besser nicht. Da ist irgend so ein Krabbelfiech schon wieder. Krabbelfiech weg. Jawohl. Mein ganzer Helm ist schon voll mit Krabbelfiechern. Aber man merkt einfach in Zeiten von Corona, wir haben jetzt Osterwochenende. Ihr habt es gesehen, die Autobahn ist komplett leer. Die Straßen sind leer. Es ist ein sehr, sehr ungewöhnlicher Anblick. Ja. Ein sehr, sehr ungewöhnlicher Anblick. Es ist einfach niemand unterwegs, es ist gefühlt nur ich. Gefühlt ich bin der Einzige. Leute haben gefragt, warum ich immer mit Fernlicht fahre. Das Ding ist, die Aprilia hat schon die neueren Scheinwerfer gehabt. Diese Scheinwerfer mit dieser einen Birne, wo man auf Fernlicht oder normales Licht umschalten konnte. Und ich habe umgebaut auf die alten Doppelscheinwerfer und habe aber die Kabel so angeschlossen, dass Hebel nach unten, wo normalerweise das normale Licht ist, sind die Scheinwerfer aus. Hebel nach oben, wo normalerweise Fernlicht wäre, sind die Scheinwerfer an. Die Doppelscheinwerfer hatten ja kein Fernlicht, die hatten einfach nur an und aus. Und das habe ich so geregelt, unten aus, oben an. Deswegen. Deswegen ist das so.
Ja, meine Freunde, zum Abschluss wollte ich mal fragen, was habt ihr so für Videoideen oder Videowünsche, die ihr gerne mal auf meinem Kanal sehen möchtet? Zum Beispiel, was Motovlogs angeht, kann aber auch gerne mal irgendein anderer Vorschlag sein. Ich bin da für fast alles offen, außer für Reactions. Aber ansonsten, weil ihr Vorschläge oder Ideen habt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Alter, ich sehe gar keine Ampel hier. Oh, fuck. Ich sehe die Ampel nicht mal. Jetzt sehe ich es ein bisschen. Alter, die Sonne blendet so hart. Ich hab's gesehen. Ja, also falls ihr Ideen oder Vorschläge für Videos habt, schreibt es mal in die Kommentare. Und ich weiß, ihr wollt mal wieder ein Grillvideo sehen. Ich werde auch demnächst mal wieder ein Grillvideo machen. Auf jeden Fall. Aber heute nicht. Aber es wird auf jeden Fall wieder Grillvideo kommen. Nur jetzt heute nicht, aber ich weiß, dass ihr das gerne seht und ich mache es auch sehr gerne. Aber außer Grillvideos, habt ihr da noch so Vorschläge? Einfach mal ab in die Kommentare, ne? Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao mit V.